Hallöche, meine Lieben, ich bekomme gleich eine Rewe-Lieferung, wie ich das schon bereits in den Insta-Stories erwähnt habe. Und ich bereite mich hier gerade vor und habe schon mal die Kästen Wasser zur Tür gebracht. Und das Schöne ist, sie nehmen ja auch die Pfandflaschen mit. Oh, herrlich. Ich muss mal kurz ein Taschentuch dem kleinen Mann bringen. Moment. Werde ich euch mal mitnehmen und dann gibt es heute ein Foodhaul von mir. Ganz klar, es hat einfach jede Menge Vorteile. Ja, ich brauche nicht mit einem Kleinkind durch den Rewe laufen. Ich muss nicht jeden Samstag oder so einen Großeinkauf machen und mich da zu Tode schleppen oder in irgendeiner Art und Weise durch die Gänge laufen und dann versehentlich vielleicht mehr einkaufen, als ich wollte. Denn Fakt ist, seit ich bei Rewe einkaufe, spare ich eine Menge Geld, weil ich kein Blödsinn einkaufe. Ich meine, habe vorher auch kein Blödsinn eingekauft. Ich bin immer sehr bedacht, muss ich sagen. Aber zum Beispiel lasse ich mich nicht von Heißhunger verleiten oder sowas. Und das hat auf jeden Fall echt ganz große Vorteile. Und wenn ich aber so zwischendurch noch mal was brauche, ja, so unter der Woche noch mal ein paar Avocados oder frischen Salat, jetzt gerade, wo wir so viel grillen, ne, dann gehe ich natürlich mal kurz nach der Kita, also wenn ich den Kleinen zur Kita gebracht habe, dann gehe ich noch mal kurz, springe ich in den Rewe rein, aber wirklich nur, dann gehe ich rein und hole so eine Handvoll Sachen ohne Wagen, ohne alles. Und das sind echt immer nur so zwei, drei Teile. Meistens sind es Bananen, Avocados, frische Kräuter und Salat. Das kaufe ich jede Woche noch mal selber neu. Ist ja ganz klar, das kann ich nicht in einem Monatseinkauf abdecken. Aber sonst, da sind jetzt keine Sachen im Einkaufswagen, die irgendwie blöd sind oder kalorienreich sind oder irgendwie. Ja, ich bin auch jetzt nicht diejenige, die unbedingt immer wieder was Neues kaufen muss oder gerne durch die Regale schlendert. Das war ich nicht. Ich fand Einkaufen ehrlich gesagt schon immer blöd und lästig und ja, aber für diejenigen, die zum Beispiel gerne mal so durch die Regale schlendern, ja, das macht man natürlich auch weiterhin, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich gar nicht mehr einkaufen gehe, sondern ich gehe ja schon, wie gesagt, die paar frischen Dinge nochmal einkaufen, ne? Aber es ist sehr, sehr reduziert und vor allem, das ist ein Einkauf, der dauert halt 5 Minuten, weil ich das morgens mache. Ja, das ist für mich eigentlich total praktisch, weil ich einfach die Zeit, die ich sonst irgendwie eine Stunde unterwegs bin und dann alles rein und raus schleppe und hier hoch und mit Kind und lalala, die Zeit nutze ich lieber. Ich kann Videos drehen, ich kann Sport machen, ich mache die Wäsche, ich spiele mit meinem Kind, ich mache irgendwas anderes, aber verplemper nicht meine Zeit, meine kostbare Zeit mit Einkaufen. Ja, was ich auch schon mal ein paar Mal gefragt worden bin in meinem Bekanntenkreis ist, ja, das ist doch bestimmt alles so nicht umweltfreundlich, weil, sorry fürs Gewackel, bestimmt nicht umweltfreundlich, weil das mit der ganzen Verpackung und so weiter, bei Rewe ist es nicht so, die kommen immer an die Tüten, das werdet ihr gleich sehen, in diesen recycelten braunen Tütchen, diese Papiertüten. Und ich benutze die auch immer zum, für den Müll. So. Ich nehme euch gleich mit und dann zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Ja. Oft ist es kostenlos, aber manchmal sind es 90 Cent und manchmal, wenn ich nicht ganz so viel bestelle, ist es 1,90 Euro. Also kann man sich ja nicht beschweren, ein Kaffee draußen kostet mehr. Und das Coole aber ist noch, dass ich sowieso immer nach meiner Bestellung, wenn die abgebucht haben, bekomme ich meistens noch einen Gutschein von 10 oder 20%, ne? Also auch wenn so Ostern ist oder sowas, dann gibt es auch mal so Specials und ja, ich bestelle alles über die App und das ist immer ganz cool und meistens kriege ich noch auf meinen Einkauf nochmal 10% oder 15% oder manchmal 20%. Es ist so cool, das heißt, ich spare dann nochmal. Das ist hier keine Produktplatzierung, ich habe hier keine Kooperation mit Rewe oder sonst irgendwas, also ich erzähle einfach nur, was ich so mache, weil ich bin oft gefragt worden von einigen von euch, Linda, zeig doch mal ein Foodhaul. Und das mache ich, weil jetzt hier, weil ich gehe nicht mit euch jetzt einkaufen, der Einkauf kommt zu mir. So, ich mache dem kleinen Mann hat das Essen warm, das ist das Essen von gestern. Und kurz ein bisschen runterstellen die Temperatur. Das ist praktisch so eine Bolognese mit Rinderhackfleisch, Paprika, alles frisch mit Fenchel und, boah, sorry, das Licht ist so schlecht, Moment, so. Und ja, jedenfalls mache ich dem Kleinen jetzt noch was zu essen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Hack von mir. Ich spare immer jede Menge Zeit, weil ich direkt, wenn ich koche, für 2 Tage koche. Ja, also bleibt mir dann noch mehr Zeit übrig. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag was komplett Neues essen. Also ich kann super gut das Essen von gestern nochmal aufwärmen und essen. Und heute habe ich ja sogar den Reis.
ist Wildreis, den Reis dann mit reingegeben, damit das noch leckerer schmeckt und um die Menge einfach noch ein bisschen größer zu machen und fertig. Es gibt so Kleinigkeiten, an die man einfach so ein bisschen feilen kann und schon hat man jede Menge Zeit gespart und Zeit sparen bedeutet auch weniger Stress. Ja, Essen ist fertig, Noah. Und da ist auch noch Pinienkerne drin. Und der Noah, der liebt Pinienkerne. Noah Teller, Mama Teller. So, wir essen jetzt. Ihr Lieben, und das hat sich so eingebürgert. Wir essen meistens hier an diesem kleinen Tisch. Unseren schönen Esszimmertisch, ja, das ist mittlerweile irgendwie nur noch Deko. In letzter Zeit essen wir wirklich nur noch hier. Und das zu dritt. Wir gucken ja gerade zusammen Heidi und hier, da ist der Kleine, der isst. Ja, ich muss das mal wegdrehen, nicht, dass Sarah YouTube meckert. Der Kleine ist so super empathisch. Das ist die Heidi in der Folge irgendwie krank. Und wird von der Tante Dete, wird die da irgendwie aufgepäppelt. Und der Noah, der leidet richtig mit. Dann gehen die Mundwinkel runter und dann ist er auch kurz vom Weinen. Letztens haben wir Vajana geguckt, also ich habe ihn das heruntergeladen. Da ist er immer wieder am Weinen, wenn dann der Maui wegfliegt als Adler irgendwie in die Luft und weg. Komplett weg ist erstmal und oh, ein Gewitter. Und ja, sogar wenn wir Nemo gucken, ist der Kleine fix und fertig, weil der kleine Nemo seinen Vater an einer bestimmten Stelle verloren hat und der dann in so einem Netz ist. Und ja, ihr kennt ja diese Stelle bestimmt, ne? Ich finde das so heftig, dass so ein Dreijähriger so hyper empathisch ist. Also ich bin ja schon immer extrem nah am Wasser gebaut, bei jeder Kleinigkeit im Fernsehen, ich fange an zu heulen. Aber dass der Kleine so extrem nach mir kommt und das schon mit 3 Jahren, finde ich so wahnsinnig interessant, spannend und auch vielleicht auch ein bisschen anstrengend für ihn selber, weil ich finde es für mich immer anstrengend, wenn ich mir so furchtbar gerührt bin bei jeder Kleinigkeit und ach, manchmal kann man mir auch einfach nichts erzählen, weil ich immer dann direkt so mitleide und ja, ganz furchtbar, ne? Ja gut, die einen sind so, die anderen nicht, ne? Ich wollte es einfach mal erzählen, aber warum eigentlich? Ja, vielleicht habt ihr auch so hyper empathische Kinder, die bei den kleinsten, einfachsten Kinderserien irgendwie anfangen, ja, zu weinen. Also der Noah heult ja sogar schon bei Feuerwehrmann Sam. Also da ist er nicht am Heulen in dem Sinne, sondern er ist dann richtig am Mitleiden, wenn da einer ins Wasser fällt und so weiter. Der ist richtig, der ist manchmal richtig fertig. Ich frage mich manchmal, ob ich solche Serien überhaupt laufen lassen darf, weil er so mitfiebert. Und weil er wirklich in dem Moment richtig traurig ist. Ja, der ist richtig traurig, richtig, richtig heftig traurig. So richtig Verlust und Schmerz und dann laufen die Tränen und dann weint er, ja. Erzählt mir mal bitte, ob ihr auch solche Erfahrungen habt mit euren Kids, wenn ihr solche Sendungen guckt. So, jetzt gleich kommt Rewe, die haben mir übrigens eine SMS geschickt, dass sie zwischen 18.25 Uhr und 19.05 Uhr kommen. Das ist auch mal ganz cool, dass die nochmal immer eine SMS schicken mit einem Korridor, um das nochmal einzugrenzen. Jetzt verabschieden die beiden sich, jetzt geht Heidi zurück in die Berge und ich bin schon wieder voll am Heulen, ey. Gibt's das denn? Gucke ich eine Kinderserie? Weil die hat doch ihren Großvater so vermisst und jetzt darf sie doch wieder zurückfahren zu ihm. Ich bin so bescheuert. Oh, was sind das denn für Hormone, echt? Komm mal her, Noah. Wie süß, guck mal. Jetzt verabschieden die sich. Oh. Albern. Ich weiß, es ist albern, aber ich bin so. So, jetzt machen wir mal die Glotze aus, ne? Genug Empathie gab's für heute. Und hier ist die böse Tüte. Ich habe immer Vinetta zu Hause. Ja, liebe ich. Und Milky Sticks für den kleinen Mann, für kleine Bestechungen. Und wenn wir hier mal Kinder zu Besuch haben, die Dinger sind immer super, gerade im Sommer. Ein bisschen Spinat. Dann habe ich hier noch den Zupfkuchen, den liebe ich auch total. Mein Gott, ich bin dem voll verfallen, Leute. Aber egal, Ausgleich zählt. Das ist Sport. Und was habe ich hier? Hier habe ich noch den Lachs. So, ihr Süßen, und das ist mein Einkauf. Diese leere Tüte, das waren jetzt die tiefgefrorenen Sachen. Die musste ich jetzt mal kurz sofort ins Gefrierfach packen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe. Hier haben wir als allererstes 2-mal Tomaten. Dann habe ich ganz frische, und die sind mega frisch, Kohlrabi. Und das Coole ist, die sind so knackfrisch, dass ich auch immer die Blätter mit verarbeiten kann. Ja, also
Das ist jetzt nicht so, dass da jemand durch den Rewe-Markt läuft und dann meine Tüten hier befüllt, sondern die Sachen, die kommen direkt, die werden direkt im Zentrallager befüllt, diese Tüten, und dann in den LKW gepackt. Und das ist richtig cool. Wunderschön glänzende Auberginen, auch zwei Stück an der Zahl. Dann noch Knoblauch, Bio-Knoblauch. Meine Bananen, da habe ich auch mal Bio-Bananen, die ich kaufe. Dann habe ich noch Schalotten, eine Ananas, die sich hier unten versteckt. Moment, was ich irgendwie Bio kaufen kann. Also das meiste kaufe ich irgendwie Bio ein. So, dann habe ich hier noch meine Ananas, die ist aber nicht Bio. Und ihr seht, auch hier unten schon, erkennt ihr das, wie frisch sie ist. Ja, also, und da sind noch ein paar Äpfel, Braeburn-Äpfel, meine Schalotten, noch eine Aubergine. Dann haben wir hier noch zwei Pakete Eier. Dann habe ich für Noah zum Snacken oder wenn wir Besuch haben, gibt es immer Brezeln. Also statt Bonbons oder Süßigkeiten oder sowas, gibt es immer bei uns eher herzhaftes Zeug. Also wirklich das Einzige, was ich dem Noah gebe, sind die, das heißt Eis, was er sich dann mal nehmen darf. Ne? Dann habe ich hier Sauce Hollandaise. Damit kann man ja viele schöne Sachen zaubern. Ist zwar sehr fettig, aber egal. Dann habe ich, wenn ich Besuch habe, hier Cola Light. Oder wenn ich mal todmüde bin, dann habe ich für meine Mama, wenn sie zu Besuch kommt, habe ich immer Mandelmilch. Weil sie hat ja eine Zöliakie und so eine Laktose-Geschichte. So. Dann habe ich hier noch eine Flasche Olivenöl. Brauche ich auch immer viel von. Dann habe ich hier noch zweimal diese Taschentücher. Ne? Die braucht man ja immer als Mama. Mehr denn je. Und vor allem... jetzt fällt es mir ein. Jetzt habe ich Allzwecktücher vergessen. Dann habe ich für den kleinen Mann Zwieback. Die mag er auch sehr gerne mit Frischkäse und Marmelade. Dann habe ich einmal Fitnessflakes. Halte ich zwar nicht so viel von, aber ich habe die einfach gekauft, weil Noah zwischendurch ganz gerne mal ein paar Cornflakes isst. Okay, das ist hier, ne, ihr wisst schon. Und dann habe ich noch 6 Pakete. Ne, nur 3 Pakete. 3 Pakete passierte Tomaten. Dann Toilettenpapier, Zewas. Dann geht es hier weiter mit Joghurt, Magerquark. Da habe ich so abgepackten Salat, um auch hier wieder Zeit zu sparen. Zweimal Salami, das ist der einzige Aufschnitt, den wir kaufen. Salami für Noah, für morgens. Und dann habe ich hier noch, Schafskäse für Salat. Und dann haben wir hier noch, Kehrgarten. Ungesalzen. Einmal Koriander. Dafür gehe ich meistens noch mal extra in den Rewe, weil nicht immer kriege ich den bestellt. Ah ja, und der Rest ist nur noch Salat. Genau, Salat. Und dann habe ich hier noch Basilikum. Genau. Weiter geht's hier. Hier sind die Rosinenbrötchen. Und da kriegt der Noah jeden Morgen eine mit ins, eins mit ins Nikita. Dann habe ich hier noch mal rote Paprika. Dann habe ich hier noch Bio-Zitronen, noch eine Bio-Gurke da unten drunter. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Die Bio-Gurke hier unten und noch eine Avocado. Genau. So, boah, das muss ich jetzt alles schon einräumen. Und dann gibt es noch Fleisch. Hier habe ich Hähnchenbrustfilet, 3 Pakete und Hähnchenkeulen habe ich hier gekauft. Und das war's auch schon. Das ist diesmal gar nicht so viel. Das ist ein Einkauf von 136 Euro. Und ja, habe eigentlich alles, was ich brauche. Und das war's. Also ihr Lieben, also ich finde das richtig cool. Für mich lohnt sich das. Was ich sonst auch immer bestelle, so alle 2 Monate oder alle 3 Monate, weil ich wasche nicht so viel, meint man gar nicht, ne? Ich wasche immer mittwochs und ich bestelle immer einmal so ein großes Ding Persil. Und kannst du in den Müll schmeißen, Noah, bitte. Und ja, das war's eigentlich. Dann habe ich noch, Allzwecktücher, guck mal, die habe ich vergessen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? So, und jetzt wird der kleine Mann mir helfen beim Einräumen. Den habe ich gerade schon umgezogen. Und der hat immer sowas an, wo er nicht so drin schwitzt. Also meistens so ein Funktionsding irgendwie. Es ist eigentlich so eine Art, ähnlich wie so eine Merino-Unterwäsche. Ganz, ganz dünn. Und die kann ich ihm anziehen, Sommer wie Winter, ne? Ist ganz gut, so. Ja, was machst du da? Also, ich muss hier einräumen. Okay, Noah, danke schön, mein Schatz. Danke, Mama. Habibi. Ja, wem möchtest du mir helfen? Ja, okay.
So, wir räumen jetzt mal ganz schnell alles ein, damit alles auch knackig frisch bleibt, ihr Lieben. Also wie gesagt, ich gebe da kein Geld für oder sonst irgendwas, das ist auch keine Kooperation. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben, weil ich immer wieder nach einem Foodhaul gefragt werde. Und ich dachte mir immer so, kann ich gar nicht so zeigen, weil ich habe gesehen bei YouTube, die ganzen Mamas rennen dann durch den Aldi, durch den Lidl, durch den Edeka, durch den Rewe, aber ich mach's ja nicht. Ihr Süßen, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Allzweckbücher und Milch. Ich habe ganz viel Milch vergessen. Ärgerlich. So, das ist auf jeden Fall die Ausbeute meiner neuen Mülltüten. Und hier wollte ich euch noch zeigen, das Ganze sieht auch so aus, dass man dann einen Lieferschein bekommt. Ne? Ich halte ihn jetzt extra mal hoch, damit hier meine Adresse und sobald er nicht angegeben ist. Also da steht nochmal alles drauf, was man so bestellt hat. Also ich habe jetzt hier so 3 Seiten. Aber wie gesagt, Monatseinkauf. Ne? Und das Schöne ist, ja, in meinem Kühlschrank kann ich alles auch gut lagern. Und was ich diesmal nicht bestellt habe, weil ich habe noch genug Tiefkühlgemüse. Ich bestelle immer Rosenkohl, Brokkoli, Porree, was bestelle ich denn noch? Suppengemüse, Spinat und so weiter, habe ich heute aber auch bestellt. Also ganz, ganz viel Tiefkühlgemüse und ja, und so bin ich echt super, super ausgestattet. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr mit, wir haben ja nichts zu Hause und wir müssen uns mal was bestellen. Spart eine Menge Geld. Also für mich ist das eine Quality Time, das ist für mich mein persönlicher Luxus und ja, ich finde, man sollte sich als Mama sowieso dort irgendwelche Erleichterungen holen. Wo es, also überall, wo es irgendwie eine Erleichterung gibt oder eine Entlastung gibt, das sollte man sich einfach gönnen und ja, sich auch nicht zu bescheiden dafür fühlen, zu sagen, nee, ich das geht nicht, ich mache das alles selber machen. Ja, wir machen doch sowieso schon alles selber. Hört ihr das? Das ist ein richtig lautes Gewitter. Ja, also das ist auf jeden Fall mein super System und vielleicht auch eine Anregung für euch. Ich hoffe, es wird euch gefallen und ja, lasst mir einen Daumen hoch, dein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ja, dann macht das mal ganz schnell, ja? Bis dann. Sag mal Tschüss, Noah. Tschüss, Noah. Tschüss.